Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Yeah. So, und wir haben jetzt endlich ein Gerüst gebaut, was mal ein Haus werden soll. Und natürlich ist auch wieder mit dabei mit Pfeil und Bogen der Crazy und auch der liebe Onkel. Mit Axt. Hallihallöchen, ihr Beben. Erlösen, wie geht's denn? Und ich habe jetzt einen Mantel. Ich hämmer und hölze und hölze und hämmer die Hämmer mit Hölzen und Hölzen. Sieht nicht schön aus. Herrlich. Du Warte siehst. Mal, ich kann hier mal das Holz zuschmeißen. Wenn ich nur Base habe. Moment. Oh ja. Oh, ich brauche zu essen, sehe ich gerade. Haben wir irgendwo was zu essen? Irgendwas? Ich geb dir erstmal Holz für heute. Guck mal da, muss irgendwo was liegen. Hä? Wo warst du das jetzt hingeschmissen? Der Rucksack hier, da vor deine Füße. Geht nicht, ich bin voll. Warte, muss ich aber wegschmeißen. Was haben wir hier für einen Kack? Da, Kaffeebohnen habe ich. Kaffeebohnen? Oh ja, jetzt ein lecker Kaffee. Klebeband und. Ich will nicht weg, ich will nichts wegschmeißen. Dann gib's mir. Mach mir ein Säckchen und dann. Klebeband brauchst du jetzt sowieso noch nicht. Nimm doch einfach, mach doch, zerleg's doch das Klebeband. Zerlegen? In Klebe und Band oder wie? Na klar. Ich brauche unbedingt was zu fressen. Ich habe nur 4%. Ja, du stöhnst auch schon wieder so komisch. Ja, ich bin schon wieder heiß. Hier ist schon wieder heiß? Oh, tatsächlich, ich habe auch 97 Grad Fahrenheit. 97 Grad, ja, da werden wir hier schon fast am Kochen. Ich hab 122. Ja, geh mal ins Wasser oder so was. Warte mal, das kann weg. Warte mal, kann ich das droppen lassen irgendwie? Nein, nicht trinken, droppen lassen. Gut, ich hab ja noch... Warum ist mir immer so heiß, ey? Weil du eine Frau bist. Vielleicht hast du die Wechseljahre. Basie, hier, ein Fläschchen. Ja, warte mal, ich geh jetzt mal ins Wasser. Du bist nass. Steh ich hier wirklich? Du bist vereist. Du erleidest einen Herzschlag im ersten Stadium. Ein Herzschlag. Ist das, ein Hitzeschlag. Ist das schlecht? Ein Hitzeschlag. Herzschlag. Oder? Das ist schon mal gut, wenn du einen Herzschlag hast, ist doch toll. Bist du wenigstens kein Zombie. Ja, ne? Also echt mal. Hast du denn jetzt die Flasche da aufgehoben? Nee, wa? Ich bin ins Wasser gegangen, du Vogel. Ich kann nur eins machen. Entweder ich gehe ins Wasser oder ich heb deine Flasche auf. Du Flasche. Okay, ich dachte nur so, hier, ich geb dir mal ein Fläschchen, aber jetzt ist es weg. Ja, irgendwann spawnt es weg, na klar. Das habe ich sofort mit dem Griff du auch erlebt. Einer. Du sagst zu mir, geh ins Wasser, ich geh ins Wasser und er lässt eine Flasche fallen. Ich dachte ja, du willst nicht hier den ganzen Tag baden gehen. Heb's jetzt den blöden Stein auf, danke dir. Wieder Snoopy-Logik. Wir haben ja auch Baumwolle. Ist das nicht toll? Deswegen hast du den Mantel hier gemacht, wa? Irgendwie was. Können wir Bäume wollen? Achso, wolltest du mir mal Dings geben hier? Jetzt Federn? Achso, ja, kann ich dir geben. Für meinen Bogen und so? Jetzt haben wir kann ich dir das ganze ihm Holz eine geben. Geht das? Ja. Ne, zwei. Geht. Geht. Wie denn? Gib mir einen Rest, kriegst zurück. Weil wenn ich das. Steht doch links oben in der Ecke, musst du mal lesen. Lesen bildet. Da steht nur Hälfte nehmen. Du kannst es ganz nehmen und kannst es einzeln dann abladen. Snoopy! Komm her! Ja, halt. Da, Federn. Wo? So. Alter, bück dich, Junge. Mach mal das Unkraut weg hier. Wo sind jetzt hier die Federn? Jetzt habe ich ihm die Federn da hingelegt, ne, und er. Ich hab zwei Steine gefunden. Auch was Schönes. Och, Alter. Snoopy, ernsthaft? Ja, wo sind sie denn?
Die waren genau vor deiner Nase. Nein, ich hab doch ich hab die nicht umsonst genau vor deine Nase gelegt. Ups, euch. Irgendwo da hinten hin, ne? Dann komm mal her hier. Soll ich das Zeug holen? So, komm jetzt her hier. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. So, leg mal Federn hin. So. Da ist kein Sack. So. Hier. Da. Die geht's nicht gut. Man hört's. So. Zeig mal her. Haben wir jetzt Federn? Ich hab 25 Federn. Das ist Hammer. Er hat 25 Federn. Ich hab ihm gerade 3 gegeben. Aber er hat ja keine. Alter, sag mal, willst du mich verarschen? Nein. Ich hab keine Federn, noch, ich hab 25. Ey, da musst du sonst wohin schwimmen, um das Paket zu bekommen. So, ich hab kräfte keine jetzt Feder. Pfeile. Alter. Ernsthaft. Ich hab keine Federn, nein. Gottes Willen. Mach jetzt 25 Pfeile, so. Das würde ich nicht machen. Warum? Brauchen wir noch mehr Federn? Du kannst kaum steuern und willst jetzt anfangen zu schießen. Ja gut. Ja, die sind ja für euch. Alexander Bell. Toll, ich habe wieder eine Trophäe. Jetzt habe ich, Blähungen, weil ich dreckiges Wasser getrunken habe. Ich habe Knochen. Rezepte. Du kannst eine Knochenklinge bauen. Das sehe ich gerade. Komm, machen wir. Du auch. Vielleicht bringt's ja was. Damit kannst du Tiere besser ausweiden. Ah ja. Kann ja, rein lassen. Wieder Bescheid. Da ist mein Halstuch. Ich hoffe, es guckt sich keiner mein Inventar an. Komm mal hier denn. Bruchsand. Ich brauch was zu fressen. Bruchsand. Hä? Ein gebrochener Sand. Kiefernsamen. Um ein paar Kiefern pflanzen? Geht das? Kennst du keinen Bruchsand? Nein. Gebrochener Sand. Ich kenn keinen gebrochenen Sand. Ich auch nicht, mach dir nichts draus. Ach so, ja, dann bin ich ja ruhig. Was kann man jetzt mit den Kiefern machen? Eigentlich gar nichts. Oder? Nö. Also ihr steht da jetzt rum und verhungert, Peter, oder was? Ja. Ja, wenn ich zu fressen, ist ja nicht da hier. Wo ist mein Haus? Haus. Ja? Warum kann ich die Kiefernzweige an den Stein backen? Ja. Okay. Onkel macht einen Graben. Ich suche den Eingang zur Hütte. So. Bin ich einmal außen rum gelatscht? Haben wir eigentlich Leder oder so? Nee, ne? Später. Okay. Ja, dann mach ich mir nochmal hier so, Warte. So, warte mal, mein Schlafsack mal. Pflanzenfasern, Handschuh und sowas. Hast du jetzt mal deinen Schlafsack gebaut? Wer, ich? Da musst du da weitermachen sein. Mensch, schau mal auf, Crazy. Ja, weil, ne? Zeit und so. Mann ja nur. Da, mein Schlafsack ist auch da. Auch mal einen Weg nach oben hier. Also ich glaube, mit Äxten bin ich ein bisschen versorgt erstmal. Ja, die hätte ich mir noch nicht gemacht, weil später gibt es noch Metallaxt und so. Na, dazu musst du die verbessern. Echt? Kann man verbessern? Ja, umso mehr Äxte du herstellst, umso besser werden die.
So. Zack, zack, zack. Ich hab mir einen Cowboy-Hut gemacht. Den hab ich schon Ich hab schon wieder Eisen. Cool. Kann man eigentlich sterben, wenn man nichts zu fressen hat? Nee, ne? Natürlich. Eigentlich nur, wenn man. Eigentlich kann man nur verdursten. Man kann auch verhungern. Eigentlich nicht. Verhungern dauert, glaube ich, sogar länger als verdursten. Ja, oh, richtig. Das ist richtig. Tja, dann müssen wir irgendwas Essbares mal auftreiben, ne? Ach, jetzt sehe ich auch seine Kiste hier. Ach, bei dir steht die Kiste, ja? Bei mir ist die immer noch unsichtbar gewesen. Dachte mir, ich hätte die einfach Kiste in die Wand reingebaut? Nö, ins Gestrüpp. Ja, wie ins... Hä? Ja, beim Haus, oder? Im Haus, ja. Ja. Zwar nichts drin, ne? Aber... Was soll's? Mach schon mal das Dach, ne? Pass auf, dass das alles zusammenbricht. Bei der großen Fläche. Ich brauch schon wieder Holz. Am besten baust du Mittelpfeile rein oder so. Ich brauch schon wieder Holz, Alter. Du, ich bin gerade am Hacken. Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Ich hab schon komplett alle verbraucht. Hammer. Ja, hat das... nicht 500 noch was hier? Ich habe nicht viel rausgekriegt. Was habe ich rausgekriegt? 20 oder so? Nee. Du kriegst da nicht viel raus. Deine Truhe ist aber leider noch gesperrt für uns. Ja, die musst du noch freigeben. Wie macht man das? Lange Dreieck drücken. Drauf gucken und lange Dreieck drücken und dann kannst du mit dem linken dann Stick. Ist das noch ein Schloss? Ja, dann gehst du den linken Strick. Dick. Stick. Ich kann mir auch einen Strick nehmen, ja, ja, passt schon. Geil. Strick. Was denn jetzt? Auf Benjamin Sergio, Franklin, ich hab ein Trophäe. Hallo? Ja? Hallo? Warum seid ihr nicht mehr auf meiner Karte? Ach. Weil du nicht Plus gedrückt hast. Ach, wie ging das? Touchpad drücken, auf die 2 Plus und dann da die 2 Haken reinmachen. Ich kann kein Plus machen, ich kann nur Minus machen. Dann mach Plus. Mach jetzt einfach da die Haken rein. Ach, da sind sie. Ich brauchte diese Stützbalken. Mhm. Ich bring dir mal Holz. Welche brauche ich denn da? Wie machst du diese Außenverkleidung? Hä? Die Dinger hier, die Rahmen oder was? Oder nee, die was? Außenverkleidung. Das sind die Rahmen. Das ist der Rahmen, das ist... Er nimmt seine Axt in die Hand und drückt L2. Du brauchst aber auch Holz. Und Holz brauche ich auch. Ich hab dir Holz mitgebracht. Bisschen. Irgendeiner hat meinen Aufgang gerade eliminiert. Ich weiß nicht. Ich nicht. Los. Kann Stofffetzen machen, ist das nicht toll? Dann gib mir doch auch dein Holz, wenn du es mir doch geben möchtest. Schau, Moment. Er steht genau vor mir und guckt hier. Ja, Löcher in die Luft. Da hast du 900 noch was. Würde lange reichen. Braucht ihr jetzt schon. Ja, Lehmklumpen. Ich brauche hier die Stützbalken, ne Onkel? Reichen die im Prinzip? Diese Querbalken? Also diese Schrägbalken? Ich weiß es nicht. Ich mach 1, 2, 3, 4. Mach es mal 4 von denen.
Und wo waren die anderen Dinger? Wo waren die? Waren die Holzpfosten, ne? Bei den Kuchsaden, vier schon. Stück an jeder Ecke. So, also der Fußboden ist verlegt. Das ist super. Wo ist denn die Truhe eigentlich? Weg. Bei, da hinten. Ach, da steht einer. Sie ja. Ja, da ist sie doch hingezimmert. Ich hab hier noch Frames. Crazy. Achso, kann ich ja mit einsetzen, ich voll Idiot. Jo, kannst du auch selber machen. So, gesicherte Aufbewahrungsruhe verwenden, gesperrt. Ich bin tot. Du bist ins Feuer gerade gestorben. Was bin ich? Du bist ins Lagerfeuer gegangen. Ich stand die ganze Zeit da, auf der Stelle. Du bist im Lagerfeuer gewesen. Ja. Eine heiße Braut, würde ich sagen. Ich stand die ganze Zeit auf derselben Stelle und da war nichts mit Schaden. Hard ich blute schon wieder. Ne, ich bin hier gestorben. Hier ist mein Rucksack des Lagerfeuers. Zwei Dinger weiter hinten. Du lagst in dem Lagerfeuer, jetzt glaubt man's da halt. Ja, dann bin ich reingefallen, logisch. Ja, du wirst so wieder besser. So, versuch mal auf die Kiste zuzugreifen. Ich glaube, die müsste jetzt freigeschaltet sein. Nein. Sag ich einfach mal so. Sieht gerade aus, als würdest du in deine Hose gucken. Ach nee, das ist nicht anders. Kannst du mal ganz, ganz kurz nochmal deinen Schlafsack aufheben, bitte? Ich bin gerade mein Inventar am Dingsen. Kannst du ihn doch auch selber wegmachen? Nee, kann ich nicht. Weg. Hauen weg. Warum? Du kannst ihn doch einfach aufheben und wieder hinlegen. Nein! Oh, jetzt ist ja den Frame wieder weg. So, Crazy wo ist mein Rucksack? Alter, was machst du mit meinem Rucksack? Ich bin schon reingefallen, Mann. Ja, toll, jetzt komme ich mir ran. Geht nicht. Geht nicht. Was macht denn, was sucht denn der auch in deinem Rucksack? Na, ich will, das ist mein Rucksack. Ja, was sucht denn der in deinem Rucksack? Hä, das ist meiner, den will ich haben. Was er in deinem Rucksack will? Sagt einer, dass er was in meinem Rucksack will? Nein. Nö. Ich bin das hier, nur mal so. Ich weiß, aber er hat ja die Bodenplatte weggenommen und wollte in deinen Rucksack. Nein, ich wollte mit der Holzaxt draufhauen, damit er zu Holz wird. Aber irgendwie hat das weggenommen, statt hingebaut. Kommst du jetzt dran, Neva? Ach so. Alter, ich brauche unbedingt Kisten, Alter. Ich habe hier so viel Rotz. Ja, hier vorne ist eine Kiste. Dafür habe ich eine Kiste gebaut. Alter, das gibt's doch nicht. Ich habe eine Glasscheibe, ist das gut? Nimmst du jetzt mit dem blöden Rucksack da oder geht das jetzt immer noch nicht? Ich schmeiß jetzt hier irgendeinen Scheiß weg, was ich nicht mehr brauche. Hinter dir ist doch eine Kiste. Ach nee. Ja. Geht doch schlecht, wisst ihr doch. Jo, weg damit. Hä? Alter, ich schmeiß es weg und nimm wieder irgendeinen Scheiß. Ruf? Jetzt weg da. Ach, ich drücke immer die falsche Taste, deswegen. Ich drücke immer ausrüsten. Weil nach oben ist ja sonst immer kaputt machen, ne? Aber in dem Fall war es halt ausrüsten. So, was ist das? Das ist der Bogen, den brauche ich noch. Aua. Lass doch einfach den Rest im Rucksack drin und den können wir uns doch rausholen. Was du nicht brauchst. Ist ja nicht so viel. Ist ja nur eine Spitzhacke. Nee, keine Spitzhacke, so ein Hackteil. So, jetzt kann ich auch weiterbauen. Ne? So. Oder? Oder habt ihr schon oben? Nee, habt ihr nicht. Nö, warum fertig. Macht der denn nicht einen Tief? Ach, du hast da schon einen geklatscht, okay. Ach, ich soll auch ein Lagerfeuer bauen. Kann ich gerade nicht, ich habe keinen Platz im Inventar. Achso, tust du mir dann mal ganz kurz deinen Schlafsack weg und wieder hin? Also dann später, wenn ich das gebaut habe, kannst du wieder hinlegen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich sag einfach mal ja. Du sollst einfach deinen Schlafsack mal ganz kurz da wegnehmen. Warum?
Mach's einfach. So. Was willst du machen? Ich will jetzt wissen, was du machen willst. Mach du nur mal kurz weg, dann siehst du, was ich machen will. Nö. Bitte, bitte. So, ich muss meinen Holzbogen fertig. Nö, jetzt bin ich gemein. Nein. Ich brauche schon wieder einen Platz. Moment, wo ist diese blöde Kiste? Hier hinten in der Ecke. Ja, da ist eine Kiste. Von wegen, das ist keine Kiste. Hat doch gesagt, dass da eine Kiste ist. Ja, ich denke, da sieht man nicht. Ich denke, die ist... Die ist doch schon 3 Stunden her, wo das gesagt hat. Ja, warum denn? Vor uns hat er gerade noch gesagt, jetzt sieht man sie wieder. Kann man irgendwie... Ach nee, das kann man ja nicht alles rüberschieben, ne? Muss ja alles einzeln. Genau, wenn du nämlich die falsche Taste drückst. Dann ist dein Inventar leer. Nee, voll. Ja, voll. Weil du so, nur, weil du nur alles so deine blöde Kiste. Nee, so, jetzt nimm mal ganz kurz den Schlafsack weg. Ganz kurz. Wo ist denn deiner? Ja, den habe ich schon weggenommen. Warum? Mach's doch einfach mal! Ganz kurz. Das war die falsche Taste. Wollen wir das Dreieck drücken? Auf deinen Schlafsack gucken, Dreieck drücken. Ach, echt? Oh. Musst du den doch nicht kaputt machen. So, jetzt kannst du ihn hinlegen. Warum? Kannst du ihn auch einfach stecken lassen. Klingt aber nicht gesund. Wieder, oder wie? So. Klingt aber nicht gesund, wenn ich einen Schlafsack stecken lasse. Ja. Ja, toll, ich will neben dir glauben, Freunde in der Nacht. Aber so. Ich hab was Schönes mir gemacht. Du stirbst gleich. Und der sowieso, aber... Tada! So, wenn man einmal in dem Spiel drin ist, muss man echt sagen, es macht Spaß, ne, Snoopy? Ja, es ist immer noch steuerungstechnisch gewöhnungsbedürftig. Der Steuerung mal abgesehen. Aber ansonsten ist es doch sehr funny. Ich meine ja, von der Steuerung mal abgesehen, die musst du halt so, hinten anstehen lassen. Die ist halt einfach scheiße. Man kommt halt irgendwie zurecht. Die Steuerung ist einfach scheiße, aber man gewöhnt sich auch. Deswegen gesagt, wenn man sich reingefuchst hat, ist das Spiel doch ganz genial, muss ich sagen. Ja. So, das Dach, glaube ich, steht komplett, wenn ich hier irgendwas vergessen habe. Das Dach steht? Das Dach steht, ne? Ja, das... Ja, das steht so in der Luft rum. Ach so, du machst den Boden. Wolltest du nicht noch einen Mittelpfeiler reinbauen? Oh, da war ja was. Wegen. Stabilität. Oh. Ja, wenn wir nämlich nach oben oder wenigstens ein paar Räume unten drin machen. Weil zieh eine Zwischenwand rein. Und wie geht man jetzt in den Schlafsack schlafen? Gar nicht, wa? Geh nicht. Schlafen gehen ist hier nicht. Aber du hast gesagt, das ist wie Minecraft. Das wäre aber auch so ein bisschen. Da hast du gesagt, das ist wie Minecraft. Ja, vom Bauen her. Ja. So, Fußboden fertig. Juppie, ich hab vorhin Stützpfeiler gebaut, ja? In der Zeit bin ich ja gestorben. Denkst du, die sind jetzt irgendwo gelandet? Nö, weg. Ah, du hier schon einiges weggekommen. Holzpfosten, ne? So, machen wir 4 Stück. Apropos 4, wir sind schon beim 4. Tag. Es wird langsam dämmerig. Es wird langsam. Ich muss sterben. Ich baue wieder unsere Türe so aus, ne? Unseren Rahmen wie im Alten. Wo soll ich? Ich habe jetzt hier nur Stützpfeiler. Erstmal. Ich werde die aber nicht am Rand direkt hinbauen, sondern mehr so mittig. Scheiße, kann man nicht eigentlich auch Steinwände bauen? Geht nicht. Ich kann hier keinen Stützpfeiler hinbauen. Das funktioniert nicht. Reicht nicht. Geht nicht. Ja, muss das. Geht nicht. Probieren wir jetzt. Wie kann ich drehen? So. Genau an der Stelle geht's nicht. Komisch. Das ist nicht schön. So, und ich hab mal wieder Schweinchen. Yay. So. Genau an der selben Ecke, auf der anderen Seite praktisch, ist das, wo ist das ungefähr? Hier? Crazy, hast du noch Metall einstecken?
Ach ja, ich brauche Metal. Holz. Würdest du mir das überlassen? Metal. Ich hab Eisen. Ja, meine ich doch. Eisen. Ach so. Ja, hier. Dankeschön. Ich brauche immer noch Holzpfosten. So, das heißt, 1, 2, 3. Hast du noch Metall einstecken? Eisen? Snoopy? Müsste ich mal schauen. Bin gerade am Steinchen hacken. Ach so, ja, dann kriegst du ja gerade Eisen. Echt? Vom Steine hacken krieg ich Eisen? Ja, durch die Kleinsteine. Mhm. Bleib mal her. Eisen, oh ja, hab ich. Stehst du vor mir? Ja, ja. Ja, ne? Okay. Oh, Onkel, unsere Betten stehen im Weg. Danke. Bitteschön. Onkel, unsere Betten sind im Weg. Warum? Wegen Pfosten. Warte. Also dein Bett und mein Bett. Oh, Snoopy seins auch. Och nö. Ey, willst du mich verarschen? Ey, das was braucht echt so viel Platz, ne? Die Betten oder was? Nee, der scheiß Pfosten, der verbraucht so viel. Listo. Ja, guck mal hier, mach mal deinen Scheiß weg. Moment, ich bin grad. Ich kann das nicht hinpflanzen, das ist doch kacke. Komm mal. Nein! Ich höre hier gerade irgendwelche Schlosshunde heulen. So, liebe Freunde, aber trotzdem müssen wir jetzt mal sagen. Ja. Dass der Part zu Ende ist. Genau. Und deswegen hoffen wir, wir sehen uns dann im nächsten Part mal wieder. Und sagen ein Tschüssikowski für heute. Jo. Tschüss. Tschüss.